Willkommen zu unserer Road to F1 23, heute in Formel 1 2020. Es neigt sich dem Ende, in 2 Tagen kommt Formel 1 2013 für die Vorbestellungen mal raus. Und ja, wir werden hier mal gucken, was es hier so gab, und wir werden heute eine Special Edition fahren. Wir werden probieren, in 5 Runden vom letzten Platz zum ersten Platz zu kommen, werden es diesmal aber mit einer schwächeren Schwierigkeit machen, um ja, reelle Chancen zu haben. Es gab hier Formel 1 historische Autos immer noch. Ich freue mich immer wieder, die zu sehen. Hier dieser wunderbare McLaren und natürlich Senna's McLaren. Oh mein Gott, so ein geiles Auto. Formel 2 und auch, ja, natürlich Formel 1. Da gehen wir rein. Mercedes, der schwarze Mercedes. Ich glaube, von dem fürchten sich heute noch einige Teams. Denn dieses Auto war mit Abstand eines der besten der Geschichte. Es war eines der schnellsten und eines der siegreichsten Autos überhaupt. Fahren durften es Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. I love him noch immer noch. Vettel und Charles Leclerc, dann hier Max Verstappen und Albono noch immer noch, aber der wurde ja, ja ab der Hälfte, glaube ich, erst. Nein, das war im vorigen, jetzt durfte er noch die komplette Season fahren. Die Sainzi und Nori immer noch miteinander, dann hier Ricciardo und Ocon, Esteban Ocon, Quiert und Gasly, auch lange Fahrerpaarung fällt mir gerade auf, Sergio Perez und Lance Stroll. Und falls ihr natürlich mehr Bock noch auf Formel 1 habt, schaut gerne vorbei. Gestern, vorgestern kam immer wieder Road to Online, also schaut da gerne vorbei in die Playlist, habe ich auch oben reingepackt. Und Kimi und Antonio Giovinazzi, dann bei Haas, Romain Grosjean und Magnussen. Und bei Williams haben wir dann George Russell und Nicolas Latifi. Wir müssen uns ein gutes Team nehmen. Und ja, ich weiß, ich darf nicht wieder, aber ich muss Lewis nehmen. Er ist in diesem Jahr sensationell Weltmeister geworden. Der Helm legendär, das Auto legendär. Ich muss ihn eigentlich nehmen. Und abonniert auch unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne da irgendwie oben da und schaut auch gerne auf unseren Social Media Channels vorbei. Links mal unten in der Bio. Und hier Australien, Bahrain. Dann haben wir hier Vietnam. Nie gefahren hier. Die richtige Formel 1. Ja, China. Dann haben wir Niederlande. Auch ziemlich cool am Anfang vom Kalender. Spanien, Monaco, Baku, Kanada. Dann Le Castellet, waren wir gestern noch unter anderem unterwegs, Österreich, Großbritannien. Dann haben wir hier natürlich Ungarn, Belgien, Italien, Singapur, Russland, Japan, USA, Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. Aber wir werden uns diesen 2 schnuckeligen Strecken widmen. Eines der beiden fahren wir, und ich glaube, weil Vietnam wirklich nie drin war, werden wir in Vietnam fahren. Schwierigkeit 0 ist doch ein bisschen sehr, sehr wenig. Wir werden auf Schwierigkeit immerhin 25 gehen. Na, 25 ist zu viel. Machen wir 40, ja, machen wir 35. Schwierigkeit 35, 5 Runden, Qualifying muss ich auf Blitz gehen, und ich hoffe, wir werden es schaffen, vom letzten Platz aus. Auch Schadensimulation, ach, Auto kann ich nicht einstellen, Regen und Flanken bleiben natürlich ein. Und was hier noch? 40. Es muss doch ein bisschen eine Herausforderung, machen wir sogar 50. Es muss eine Herausforderung sein, und ja, ich will es nicht geschenkt haben. Und hier sind wir nun in Vietnam und einem sehr tollen Land. Eigentlich sind wir in Hanoi, der Hauptstadt von Vietnam, einer sehr coolen Strecke. Wie gesagt, nie zustande gekommen. Vor ein paar Wochen, Monaten tauchten da ein paar ja, Wünsche auf, wieder im Kalender zu sein. Aber vielleicht hat man die Chance jetzt vertan. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze noch zustande kommen wird. 5,6 Kilometer, 23 Kurven und generell ein Layout richtig futuristisch. 3DS-Zonen. Und eine sehr lange Gerade zwischen Kurve 9 und Kurve 11. Ich lasse jetzt mal 10 weg, weil die fährst du full flat. Palmen hier in Vietnam, auch sehr, sehr cool, wirklich. Das Konzept hätte richtig gut aufgehen können, nur leider wollte man nicht. Natürlich wie Racers One, das Game mitten während der Corona-Pandemie rausgekommen. Dennoch habe ich es gefeiert, unnormales. Ich hatte so viele Spielstunden, man konnte ja nichts machen zu dieser Zeit. Max Verstappen und Valtteri aus der ersten Reihe. Alex Albon und Daniel Ricciardo, dann haben wir hier Charles Leclerc und Perez, dann Vettel und Stroll, dann von 9 Carlos Sainz und Norrie, Ocon, Gasly, Quiert, Magnussen, Kimi und Grosjean, Russell und Giovinazzi, Latifi und wir aus der letzten Reihe mit Lewis Hamilton. Wird spannend auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe einen Hype drauf. Wir fahren auf Schwierigkeit 45 und wir werden das Ganze mal gucken. Ja. Ich mache so die Standardeinstellung, die man damals so machte, 75, also Startkurs, dann machen wir nur 55, Kenne ich mich mehr, nicht mehr so gut genug aus. Reifen machen wir so und gehen ins Rennen rein. Viel mehr dürfen wir nicht einstellen. Schaden ist an. Lewis Hamilton mit seinem overpowerten, ja, schwarzen Mercedes aus 2020. Road to F1 und oder die Carbonstücke. Ja, wir bleiben da hinten. Es ist sehr eng. Es ist eigentlich, wow, das Schaden. Da fliegen die Carbonstücke. Es ist sehr eng. Und ich glaube, das hätte auch jetzt, wir müssen hier irgendwie rein. Ich glaube, jetzt hätte man hier, ja, ich kann mich nicht in Luft auflösen. Ja! Bitte lass sie nicht fast verloren haben, oder? Nein, hat nicht. So, ja, wie gesagt, es ist sehr eng. Ich glaube, man hätte da wirklich den ein oder anderen Wow-Compris haben können. Weil jeder, ja, ebenfalls der Fliegel, es ist Ocon. Es ist auf jeden Fall Ocon. Das waren nicht wir, um ja, das Ganze klarzustellen. Wir kommen hier eigentlich gut aus dem ja, Schneckenlabyrinth raus. Und jetzt geht es Richtung Full Speed. Hier schafft man, ja, ich glaube im Qualifying mit EA, DRS und so weiter, schafft man hier bestimmt die 330 Marke locker. Und hier dann, wow, und hier patcht dann zusammen in diese echt enge Stelle. Ja, die Autos sind natürlich LKWs. Wir haben einen riesen Radstand. Und ja, auch der vordere zum hinteren ist extrem lang. Und dadurch, ja, bist du richtig schwierig, hast du es richtig schwierig, die Autos um die Kurve zu tragen. Der letzte Sektor weiß ich, der erinnert mich ein bisschen an den ersten in Saudi-Arabien. Aber ich bin natürlich ewig schon nicht mehr gefahren in Vietnam. Also es wird schwierig, obwohl, ja, wir kommen gut durch. So, ein bisschen hier den Curb mit. Und hier gehen wir dann in die vorletzte Kurve, die eigentlich eine 1:1 Kopie ist von der letzten Kurve. Also, salala. Er ist nicht mehr on, so raus hier am pinken Stroll-Mobil vorbei und wir übernehmen hier den 10. Platz. Der erste Punkt ist drin, das war eine stronge erste Runde und wir haben noch 4 übrig. Wie gesagt, ich wiederhole es noch einmal, ich fahre auf Schwierigkeit 45. Das ist natürlich nicht meine Basic-Schwierigkeit, aber ich mache mir natürlich hier auch zur Challenge, in 5 Runden von ganz hinten auf einer engen Strecke wie der. Und hier saugen wir uns an den McLaren dran. Was für ein... Das war auch so ein gutes Auto damals. Sepp deckt auch ab. Wie kann das denn sein? Ja, aber Sepp deckt gut ab, denn ja, da können wir nicht draufhalten. Das Auto ist wirklich toll zu fahren. Das Auto ist, ja, so smooth. Ich glaube, das war ein echt... wow, so ein Meisterwerk schafft man nur, ja, alle Jahrzehnte oder so. Wie Ferrari würde ich sagen, 2004. Dieser Ferrari war ja auch cracked als abnormal. Und ja, so ist dann auch hier mit dem Mercedes. Der ist so gecrackt. Dieser Mercedes ist extrem strong. Und wir jagen hier bereits Charles Leclerc. Aber es ist auch die nächste Runde vorbei. Ich würde sagen, im letzten Sektor ist es fast unmöglich zu überholen. Und 1:42, die können wir nicht knacken. Sind aber 10 Sekunden schneller als unsere erste Runde. Ja, da kann ich nicht. Die KI bleibt doch hier sehr strong. Außen ist das schon die Endlinie. Nein, das ist die Endlinie. Ja, Leclerc zeigt uns hier. Da gab es auch die Strafe dann. Generell in der 2020er Season. Ich habe diese Season so gefeiert. Es war einfach cool. Man wusste nicht, welches Rennen einen erwartet. Dann wurde das Rennen gestrichen. Hier wieder neue Maßnahmen gegen Covid und so. Das Doppeleröffnungsrennen in Spielberg war natürlich nur der Anfang. Man hatte dann Nürburgring mit dem Nebel, mit dem Starkregen, Belgien mit dem Schnee schon und auch generell. Es war cool. Ich habe diese Season gefeiert. Es war nicht alles perfekt, aber man versuchte, ja, das Beste draus zu holen und das hat mir so gefallen. Das hat einfach Bock gemacht, das hat Spaß gemacht. Es war einfach schön. Es ist eine coole Erinnerung, wenn ich da zurückdenke an Corona. Nicht alles war bad. Der Aston Martin Red Bull Racing, ne? Nicht alles war bad. Man hatte wirklich auch hier, gerade die Formel 1, man hatte sich, auf was man sich gefreut hat. Auch dann während Corona, also während da gar nichts ging, hat man den Not There eingeführt. Da sind ja viele Promis miteinander gefahren und haben... ja, einfach nur für den Spaß und natürlich auch teilweise für den guten Zweck haben die da Rennen gefahren. Es war sehr unterhaltsam und ja, auch zwischen Leclerc und Albon war sehr cool. Verstappen, glaube ich, hat er nie mitgemacht, was ich Hier merkt man dann halt doch, dass die KI sehr schwach ist, denn wir konnten in so einer kurzen Zeit, ja, so viel Zeit aufholen. Wir haben da über 2 Sekunden in einer Runde aufgeholt. Das ist dann halt, ja, die einfachere KI. Da gehen wir nämlich direkt, die Curbs sind verdammt hoch hier in Turn 1. Das ist mir echt aufgefallen. Valtteri, it's James. Fuck you. Salala. Und ich glaube, Bottas könnten wir eventuell auf der langen Geraden holen. Verstappen wird noch nicht holbar sein. Und ja, diese Season war natürlich... doch, hier gleich Bottas, okay. Und diese Season war auch... Wow. Diese Season war natürlich auch sehr spaßig, denn man konnte hier richtig... ja, endlich mal so ein bisschen... Man hat einfach coole Rennen. Türkei denke ich auch zurück an, ja, an die 20er-Season, wo Bottas wirklich 100-mal weggespinnt hat und Hamilton dann Weltmeister geworden ist dort. Solche Zeiten wünsche ich mir irgendwie wieder. Natürlich als ja, Mercedes-Fan, ja, das wollte ich nicht. Hier gehen wir in der vorletzten Kurve an Max Verstappen vorbei und schaffen tatsächlich in nur 5 Runden mit KI Stufe 45 es vom letzten Platz auf den 1. Platz. Und was sagt ihr? Hat euch die zusammen... Auch die Pandemie und so weiter waren natürlich nicht gut, aber generell, mir hat es gefallen. Man könnte sowas gern nochmal machen, denn es waren halt Rennstrecken drin, die so nie wieder reingekommen wären. Auch Imola war nur so eine Notlösung, weil es natürlich eine abgelegene Strecke ist. Und ja, Imola konnte dann halt sich behaupten und ist dann im Kalender geblieben. Natürlich Türkei leider nicht, Katar hat sich bewiesen und ist im Kalender geblieben, obwohl ich glaube, das war auch von vornherein klar. Und hier, erste Bahn, 20. Platz, ja, eben wegen dem Flügelschaden, den er sich dazugezogen hat. Man vergisst eigentlich auch schon, wie lange Esteban Ocon in der Formel 1 ist. Bei Racing Point, Force India, Renault, Alpine, also der war da wirklich oft, hat glaube ich auch ein Sabbatjahr eingelegt oder ein Doppeljahr, da war da auch mal mit einer Pause drin. Geiles Rennen, Leute. Lewis gewinnt hier in, ja, uns als Fahrer. Ich freue mich extrem und würde sagen, für heute war es mal. Morgen kommt dann noch einmal Formel 1 2021. Auch ein cooles Spiel. Hat sich natürlich einiges geändert. EA wurde der Titelsponsor oder EA wurde der neue Produzent. Hier haben wir nochmal die ja, das Endergebnis und bei der schnellsten Rennen. Und dann merkt man dann, dass die Schwierigkeit ein bisschen weiter unten war. Denn 3 Sekunden für eine Runde war dann doch schon sehr viel. Bottas auf 3 und vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst gerne einen Daumen da und wir sehen uns hoffentlich, ja, morgen oder später nochmal auf TikTok. Macht die 13K bitte voll. Bis dahin und ciao.